Wir beginnen mit georeferenzierten Daten in der Anwendung. Ich habe das jetzt hier alles nicht auswendig gelernt, weil ich auch nicht dafür vorgesehen war, das heute alles zu machen. Das macht also einerseits die Kollegin Angelika Mühlbauer aus Berlin. Die studierte Computerlinguistik an der Universität Potsdam und arbeitet seit 2011 bei der Wikimedia Deutschland e.V. im Bereich Forschung und Entwicklung und koordiniert unter anderem das EU-finanzierte Projekt Render. Sie wird unterstützt von Johannes Kroll, arbeitet ebenfalls bei Wikimedia Deutschland in Berlin, der dort seit 2012 als Softwareentwickler tätig ist, ebenfalls im Render-Team. Wir sind natürlich von der DRI-IT her auch sehr neugierig, was sozusagen Wikimedia-IT oder Wikidata-IT macht und werden dem jetzt gespannt folgen, die anderen aber sicher auch. Mein Name ist Angelika Mühlbauer, vielen Dank für die Einführung. Die Karte, die ich mit meinem Kollegen Johannes Kroll jetzt hier vorstellen möchte, ist in der Kooperation mit dem DAI, auch durch den Wikipedian in Resident Markus Zyron entstanden und wurde auch im Rahmen des EU-finanzierten Projekts Render unterstützt und möglich gemacht. Das Projekt Render ist die Kurzform für Reflecting Knowledge Diversity und hat sich zur Aufgabe gemacht, die Wissensvielfalt und auch die Informationsgegensätze im Internet für Nutzer sichtbar zu machen, verstehbar zu machen und verarbeitbar zu machen und entwickelt im Rahmen dieses Projekts auch Methoden und Technologien, um die Zusammenarbeit und die Kommunikation zwischen Menschen verschiedener soziologischer Hintergründe, kultureller Hintergründe, aber auch professioneller, verschiedener eben professioneller Arbeit zu ermöglichen. Und ich finde und wir finden, dass diese Limes-Karte, die in den letzten Monaten entstanden ist, durch uns, vor allen Dingen Johannes Kroll, der von der Softwareseite das Ganze entwickelt hat, aber auch durch die Arbeit der vielen Freiwilligen, die unwahrscheinlich viele Stunden investiert haben, um die Daten dafür bereitzustellen, zu homogenisieren. Diese Karte symbolisiert genau das, was Render machen will. Wir verbinden Daten, Informationen zum römischen Limes aus verschiedensten Quellen, aus verschiedensten Wikipedia-Sprachversionen, aus anderen Datenbanken wie der Arachne-Datenbank, von der wir heute schon gehört haben, und visualisieren diese in einem sehr leicht zugänglichen Format, in einer Karte, die jeder gut verstehen kann. Und eine neue Eigenschaft, die diese Karte hat, sie ermöglicht quasi die Reise durch die Zeit. Und ich würde Sie gerne einladen, die nächsten anderthalb Minuten einfach mal diese Karte zu genießen und den Limes durch die Zeit mit dem Stand, den wir nach diesen ganzen Monaten der Arbeit mit diesen Daten erreichen konnten, zu verfolgen. Ja. Ich erhöhe ein bisschen die Geschwindigkeit, damit wir die anderthalb Minuten schaffen.
Gut. Das ist jetzt also soweit die Beta-Version der Karte. Man sieht hier, man kann also in der Zeit sich bewegen mit diesem Zeitpfeil hier. Kann es so verschieben. Wir haben die Datengrundlage geordnet nach gesicherten Daten, die man hier sieht mit diesem Icon. Und dann einfach mal getrennt in ungesicherte Daten, wo es noch geschätzt ist oder was nicht ganz sicher ist, ob die tatsächlich existiert haben. Zusätzlich gibt es die Kastelle, die sicher nicht existiert haben in dem gewählten Zeitraum, falls man sich quasi einen Überblick verschaffen will. Genau, dann gibt es eben die Suchfunktion. Wenn man jetzt zum Beispiel nach dem Kastell Saalburg sucht, findet man das hier, kann das auch anzeigen. Da gibt es so ein Info-Pop-up. Genau, dann kann man da auch rein scrollen und so weiter. Das ist basiert auf OpenStreetMaps-Daten. Man kann da umschalten zwischen verschiedenem Kartenmaterial. Jetzt sieht man hier ganz gut, dass zum Beispiel auch jemand in OpenStreetMap die Grundrisse des Kastells eingetragen hat. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man das hier sieht. Ja, in dem Fall gibt es einen Wikipedia-Artikel dazu. Den kann man sich auch gleich anschauen und sich weitere Infos raussuchen dazu. Ja. Genau. Dann haben wir eben die Playback-Funktion schon gesehen. Da kann man auch die Geschwindigkeit variieren. Bisschen schneller und so weiter. So. Ja, das war eigentlich der Stand der Beta-Version. Ja, genau. Ja, hoch. Diese Features, die wir jetzt gerade kurz gezeigt haben, die diese Beta-Version aktuell beinhaltet, die sind zusammen mit der Community erarbeitet worden. Das ist keine abgeschlossene Menge, sondern die kann beliebig angepasst und bedarfsgerecht erweitert werden. Als nächstes wird ja, der Kollege Hartmann Linge zusammen mit Martin Gulsch das Wikipedia-Limes-Projekt ein bisschen im Detail erklären und auch noch detaillierter auf die Arbeit, die eigentlich bei der Aufbereitung der Limes-Daten erfolgen musste, eingehen. Ja, Hartmann, möchtest du übernehmen?